Akasha Kaputasana, die Taube im unendlichen Raum, ist eine andere Bezeichnung für eine fortgeschrittene Version von Shalabhasana. Von der Bauchlage ausgehend, gib die Arme unter deinen Körper und hebe die Beine hoch. Hebe sie so hoch, dass erst die Knie über die Schultern gehen und dann das Becken über die Schultern. Und dann gib die Beine immer weiter nach unten. Das ist Akasha Kaputasana. In der fortgeschrittensten Variation gibst du die gestreckten Beine immer weiter nach unten, bis die Fußsohlen am Boden sind. Aber allgemein, die fortgeschrittene Heuschrecke wird auch bezeichnet als Akasha Kaputasana, letztlich die Taube, die im Raum fliegt.